Ja, Leute, ne? Und Damen und Herren, willkommen zum ersten Video zu diesem neuen Projekt, zu Princess Peach Showtime. Ich hatte vorher geprüft, ob eine Sequenz kommt, deswegen war ich jetzt gerade stumm und nicht im Bild. Ich versuche wie immer bei Sequenzen ja nicht im Bild zu sein. Ja, das hier ist das erste Peach-Spiel, auf das ich mich mal so richtig gefreut habe, weil die Trailer waren ja richtig cool schon und ich bin schon gespannt, wie cool dieses Spiel noch wird. Auf jeden Fall ist schön, dass Peach hier auch mal eine Glanzstunde bekommt mit einem eigenen Spiel immer wieder. Gab schon das ein oder andere Peach-Only-Spiel. Ja, worum es in dem Spiel geht, lernt ihr im Verlauf des Projekts. Ich bin auf jeden Fall schon mega gehypt und ja. Ich kann ja vorlesen, was Toad von sich gibt. Wir sehen, ich da, Princess Peach. Ja, und unsere Einsatzkarten, es sollte nicht lange dauern. Sehe ich doch in der Zwischenzeit im Foyer um. Ich melde mich, wenn ich die Karten habe. So, jetzt können wir hier so ein bisschen frei rumlaufen. Okay, Sprungtaste schon mal gefunden, wichtigste Taste. Der Einsatz für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Ich wäre für das Fechtding. Ach mal, warum ist der Bereich gesperrt? Heute steht ihr Publikum. Doch der Traum eines jeden Theatres ist, selbst auf der Bühne zu stehen. Ich meine, die gab es in irgendeinem Spiel schon mal, diese Theatris. Ich erinnere mich gerade nur nicht bei welchem. Ich rede gerade einfach mit jedem, mit dem ich reden kann. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Deine Funkelkraft überstrahlt alles. Die Funkeli sind unsere Stars. Ihr gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Ich musste sogar mit den Leuten reden. Aber jetzt erst hat er die Eintrittskarten. Hier ist deine Karte ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Nebenbei, ich erwähne es mal eben kurz. Bei Sequenzen lese ich nicht vor, was da steht. Ich versuche bei Sequenzen nämlich durchgehend die Klappe zu halten. Und ich versuche auch zumindest ein bisschen vorausschauen, mich vor den Sequenzen aus dem Bild zu packen. Also nicht wundern, wenn ich bei den Sequenzen auch kein Wort von mir gebe.
Ich erwähne es nur dieses eine Mal. Yes. Okay, dann kann ich ja wieder ins Bett zurück. Die Funkelkraft haben wir jetzt. Irgendwie erinnert der Move von ihr an Zeldas normale Techniken bei Smash Bros. Zumindest so ein bisschen. Also die, die Smash auch gespielt haben, die verstehen, wovon ich rede. Hallöchen. Das sind die Schurken. Sie machen wohl immer noch Ärger. Was genau mache ich mit denen? Ich weiß nicht, wofür ich die Münzen brauche. Ich sammle sie einfach mal. Böse. Weg mit dir. Oh. Viele Münzen. Hier kommt eine Abkürzung zum Schloss. Oder es gab sie mal. Wo ist nur der Weg? Okay, wenn ich in eine Richtung drücke, dann macht sie diese Schleifenfähigkeit nach vorne. Wenn ich stehen bleibe, macht sie es um sich herum. Wow, jetzt kommen wir weiter. Nice.
Das ist ein Funkelkristall. Er ist ein greifbarer Beweis deines Könnens. Die Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sehr nützlich sein. Okay, ich habe viele von diesen Kristallen zusammen, wie es scheint. Wir können das Schloss von hier aus schon sehen. Jetzt sind wir schon bald da. Oh. Ach so, ich dachte Sequenz. Ich habe immer so eine Erwartungshaltung. Ja, aber dich gestärkt. Es freut mich, dass du dich unbesiegbar fühlst. Du lässt ihn in Ruhe. Gern geschehen. Ich laufe mal zuerst nach links. Hier ist ein Kristall. Okay, nicht diese Pflanzen berühren. Pseudo-Pflanzen. Kann ich in dieses Lichtding? Ich glaube, ich habe 5 Leben, dann falle ich tot um. Kann ich da rein? Oh, die Bäume soll ich anfunkeln. Das sind wahrscheinlich so gesehen Sidequests. Was ich hier jetzt gerade mache. Oh, leckere Münzen. Was habe ich denn da bekommen? Ich habe eine Schleife bekommen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Schleife mache. Ich schaff das. Ah, guck mal, ich kriege auch was dafür, alle Sachen erblühen zu lassen. Okay, ich muss wirklich gucken, dass ich alles mit dieser Funkelkraft einmal anfunkel. Ich guck gerade nur sicherheitshalber, ob hier vielleicht irgendwas war, das ich übersehen habe. Aber scheinbar nicht. Ich weiß übrigens noch nicht, wie lange ich die Folgen zu diesem Spiel halten will. Also am liebsten wäre mir so 15, 20 Minuten. Das ist die Fechtfunkelkraft, Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen, denke ich. Warte mal. Ich hatte schon damit gerechnet, dass eine Sequenz kommt. Ah, okay, jetzt kann ich selber zustechen. Und noch ein Funkelding. Kristall. Jetzt kann ich aber nicht mehr diese Schleifending machen.
Ich kann selber gucken, nicht, dass man irgendwas übersieht. Ja, sehr elegant. Die Dame ist immer elegant. Und dann kommt. Ich gehöre zu den Musketieren. Ihr kommt hier nicht durch. Und die können auch Leben droppen. Ich habe hier auch Steuerung und zwei Optionen. Beobachte den Gegner gut und drücke dann B oder A, um auszuweichen oder zu kontern. Oh, das war richtig cool. Wenn man im richtigen Moment was drückt, dann machen sie entweder ausweichen und wahrscheinlich auch Konter. Ich sag wahrscheinlich. Probieren geht über studieren. Kann ich auch nach unten schlagen? Bist du an einer interessant aussehenden Stelle, dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Oh. Ich kann einfach jederzeit posieren. Da muss ich posieren, ne? Es macht aber keinen Unterschied, welche Taste ich drücke. Man macht auf beiden Tasten dasselbe. Ich bin einfach Teil des Theaterstücks. Der König schickt in Schwierigkeiten, das konnte ich nicht schnell genug lesen. Da ist ein Dicker. Ah, da war der Konter. Der sah auch cool aus. Dann gehe ich an den herum. Dann komm her. Die haue ich den Hammer weg. Ein Käfig. Ich muss dem einfach nur ausweichen. Muss erstmal lernen, wie die Gegner funktionieren. Ich finde das Spiel jetzt schon cool. Und runter mit denen. Ich habe nur noch ein Leben. Ich habe das Gefühl, die kommen endlos. Ah, ich kann auch nach oben pieksen. Es wäre schön, wenn einer von euch mein Leben droppen würde. Okay, nur noch einer dieser Kristalle, dann habe ich diese Leiste voll. Gegen Fechter und Peach habt ihr keine Chance. König, ich komme. Da ist der König. Erster Bossgegner.
Die Dinger kann ich nicht kaputt machen. Wenn ich so weitermache, sterbe ich gleich. Was genau muss ich machen? Welche gegnerischen Angriffe aussehen, die du mit Hilfe von A springst? Ach, wahrscheinlich dasselbe wie bei dem Ritter. Ja, dasselbe wie bei dem Ritter. Ich finde, dieser Konter-Move ist leichter durchzuführen als das andere. Oh, besiegt. Schloss gerettet. So, diesmal aber Sequenz. Okay, wozu die ganzen Sachen sind, lerne ich wahrscheinlich noch. Okay, ich will jetzt mal kurz mich hier im Foyer umschauen. Du siehst so aus, als ob man irgendwas bei dir machen könnte. Und dieses Theater ziemlich gruselig. Kundschaft! Interessierst du dich für unsere wundervollen Kleider? Wir akzeptieren Münzen. Ich habe hier wunderschöne Schleifen. Stella, seht euch doch einmal um. Ich kann die anpassen. Dafür sammle ich die Münzen. Ich mache sie mal. Will ich sie blau lassen? Nee, eigentlich will ich, dass sie ihre Standardfarben haben. Aber schön zu wissen, dass man hier den ganzen Schmarrn kaufen kann. Ich habe jetzt einfach mal auch auf Plus gedrückt, weil ich gucken wollte, ob ich hier ein anderes Menü habe als gerade eben. Und habe ich. Garderobe. Guck mal, kann ich dann auch anpassen. Sammlung, Kostüme. Fechterin Peach. Natürlich gibt es ja auch Musikstücke zu sammeln und wahrscheinlich nicht gerade wenig. Grape betritt die Bühne, Prinzessin Peach fechte im Peach. Ja gut, ne?
Ich würde sagen, für einen Part haben wir hier genug geleistet. Ganz kurze Info, diese Woche wird es eine komplette Princess Peach Woche geben. Das heißt, das Spiel wird ein bisschen stark diese Woche gedaddelt. Ich gucke, wie gesagt, wie ich das mit den Folgen halte. Eventuell mache ich auch einfach einen Bereich pro Folge. Auch wenn dann das Spiel dadurch dann eventuell ein bisschen kürzer wird. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Show wieder. Bis dann. Tschüss.